Also, wenn du so vorgehst, dann wird das nichts. Dann wirst du niemals deine finanziellen Ziele oder auch die finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Denn es ist extrem wichtig, die eigenen Ausgaben zu kennen und natürlich auch zu wissen, was ist jetzt eigentlich gut bzw. gesund und spielt halt deine Mentalität auch für dich. Und genau das schauen wir uns heute genauer an. Komm mal mit! So, da sind wir wieder und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Finanzwissen Kompakt. Wir schauen uns das spannende Thema der Ausgaben heute nochmal genauer an, vor allem worauf du dort mit achten solltest und vor allem auch deine Mentalität betreffend. Wenn du für dich wissen möchtest, was der Unterschied nochmal so zwischen Thema Ausgaben und Verbindlichkeiten ist, findest du hier nochmal ein spannendes Video von uns genau dazu verlinkt, weil das haben wir uns dort auf jeden Fall nochmal genau angeschaut. Zuallererst ist ganz wichtig, jeder hat Ausgaben. Das ist völlig in Ordnung und auch gar nicht schlimm. Das Wichtige ist nur, dass diese Ausgaben sich nicht völlig überlagern. Deswegen, man hat natürlich ganz normal die existenziell wichtigen Ausgaben, sowas wie Essen und Trinken. Ein Dach über dem Kopf brauchen wir auch, also sprich das ganze Thema der Miete oder halt die Abzahlung einer Finanzierung. Und natürlich sind aber auch verpflichtende Zahlungen, wie zum Beispiel das Thema der GEZ mit drin. Und die Ausgaben werden natürlich auch immer mehr. Es kommen noch mit dazu, ne? Man hat nochmal Kleidung sich zu kaufen, man schenkt gerne mal was, man möchte auch mal mit dem Partner schick essen gehen, man fährt in den Urlaub. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Punkte. Und da ist es wirklich wichtig, Überblick behalten. Deswegen schiebt das alles mal weg und dann gucken wir jetzt genau mit rein, was ist jetzt wirklich wichtig. Denn zuallererst solltest du für dich unterscheiden, ist es eine Ausgabe oder ist es eine Investition? Eine Ausgabe ist halt etwas, wo das Geld auch wirklich weg ist und der auch kein weiteres Geld wieder mit reinspielen wird. Also das ist zum Beispiel auch das ganze Thema, ich habe mir jetzt einfach einen Schmuckring gekauft zum Beispiel. Oder halt, ich habe mir jetzt einfach nur ein Auto aus Jux und Laune halt geholt. Eine Investition heißt immer, ich erwarte wiederum daraus einen Mehrwert. Das kann halt jetzt zum Beispiel eine Rendite halt sein, von der Aktie her mit durch die Wertsteigerung. Oder halt aber auch zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich investiere in mich selber, zum Beispiel durch Bücher, Seminarbesuche oder ähnliches. Und durch die Umsetzung wiederum bekomme ich ein höheres Einkommen, weil ich weiß, wie gehe ich vor, kann dort auch einfach besser agieren und habe einen professionelleren Auftritt. Und diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Eine Investition ist immer nochmal für das Zukünftige, wo du etwas mehr raus daraus erwartest. Und eine Ausgabe heißt wirklich, ich gönne mir halt etwas. Ich formuliere es jetzt mal sehr, sehr einfach, aber genau so ist es halt auch. Und das Geld ist halt wirklich weg. Okay, schauen wir uns jetzt die Arten der Ausgaben an. Denn du kannst so zwei vom Groben her unterscheiden. Das eine sind die existenziellen Ausgaben. Das heißt, das ist das, was du wirklich benötigst. Also wie wir es vorhin schon hatten, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und alles, was wirklich dafür existenziell halt einfach ist. Die zweite Art der Ausgaben sind eher so diese Luxusausgaben, also ich gönne mir eher was. Dazu gehört halt zum Beispiel auch das Thema Auto oder ich sage jetzt mal ein exorbitanter Urlaub oder auch einfach ein teurer Urlaub, als ich eigentlich mir leisten könnte. Und das ist ganz wichtig für dich zu unterscheiden. Existenziell benötigen wir alle und das andere, sprich die Luxusausgaben, das ist wirklich das, wie viel gönne ich mir halt einfach von meinem Einkommen. Und hier ist es für dich auch wichtig, wenn du das Thema Einkommen für dich hast, zu wissen, wie viel sollte ich eigentlich maximal prozentual halt wirklich ausgeben. Und dort sollten wirklich 50-60% maximal in die Ausgaben reingehen. Übrigens alles zusammenfassend. Und damit du das auch für dich unterscheiden kannst, okay, kann ich das jetzt wirklich mir kaufen oder halt nicht? Stell dir immer folgende Frage. Kannst du dir das Ganze jetzt gerade wirklich leisten oder kannst du es bezahlen? Diese Unterscheidung ist für dich ganz, ganz wichtig zu treffen, aus dem ganz einfachen Grund. Wenn du etwas bezahlen kannst, ja, dann geht das halt momentan halt ab von deinem Konto. Aber eigentlich, wenn halt irgendwas passieren sollte, heißt, du hast einfach nicht genug Rücklage aufgebaut, dann hast du halt echt ein Problem. Sich etwas leisten können bedeutet, du könntest es ohne Probleme auch 2-3 Mal bezahlen und es wäre auch gar nicht so schlimm. Dann kannst du das auch wirklich halt leisten und dann brauchst du dir auch gar nicht so zwingend exorbitant viele Gedanken über dieses Thema halt machen. Aber bevor du etwas bezahlst, stell dir immer diese Frage. Ist es zum einen jetzt wirklich etwas existenziell Wichtiges oder gönne ich mir das halt einfach? Dazu gehört halt auch, ab und zu mal, doch nochmal die Süßigkeiten zu Hause aufzufüllen.
Und dann als nächstes zu fragen, okay, kann ich das wirklich bezahlen oder kann ich es mir auch halt wirklich leisten? Und damit du auch eine gute Übersicht für dich halt mit hast, solltest du für dich im Moment reinschauen. Wie gesagt, 50-60% sollten maximal in die Ausgaben gehen. Zum Beispiel aber auch wirklich zu schauen, okay, wie viel packe ich halt womit rein? Und das ist zum Beispiel auch das Thema der Miete. Die Miete sollte von deinem Gesamteinkommen nicht mehr als 30% betragen. Und du merkst schon, ich rede immer in Prozenten, weil das ist beim Thema Geld ganz, ganz wichtig. Schau nicht in den absoluten Zahlen, sondern geh immer auf das Thema der Prozente und schau, wo bewege ich mich dort. Doch was heißt das jetzt konkret für dich und deinen Alltag? Punkt Nummer 1. Verschaffe dir einen konkreten Überblick über deine Ausgaben. Bedeutet, guck für dich genau rein, wie viel gibst du wofür halt aus. Nutze dafür zum Beispiel auch sehr gerne entweder deine Kassenzettel, Kontoauszüge oder wie auch immer du das zum Beispiel für dich schon getrackt hast. Nimm auch hier gerne wirklich mal nicht nur den letzten Monat, sondern die letzten 2, 3, 4, 5 Monate, dass du für dich auch einen wirklich guten Durchschnitt mit drin hast. Nimm auch wirklich konkret alles mit rein, auch Thema Kleidung, Geschenke, dass du genau weißt, wo genau fließt wie viel halt rein. Punkt Nummer 2, was du machen solltest, und zwar jetzt diese Ausgaben in Relation zu deinem Einkommen setzen, damit du genau siehst, wie viel prozentual betrachtet gibst du von deinem Einkommen her wo rein. Und auch zu schauen, wie viel hast du insgesamt an Ausgaben wieder in Relation zu deinem Einkommen. Punkt Nummer 3, dadurch, dass du jetzt deine Zahlen kennst, kannst du deine Ausgaben und damit auch deine Ausgabengewohnheiten anpassen. Und zwar genau so, dass du sagst, okay, ich möchte das und das gerne für mich erreichen, also darf ich halt maximal so und so viel halt ausgeben. Und dieses Bewusstsein zu wissen, wie viel geht genau wohin mit rein und daraus dann wiederum das Ergebnis zu ziehen, das ist der wichtige Part. Weil die Infos, die du heute hier von mir bekommen hast, die sind wichtig, die sind auch gut, aber wenn du das nicht umsetzt, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und das ist der wichtige Part und auch deine Hausaufgabe in dem Sinne. Heißt wirklich, setz es um, geh in die Praxis dafür halt rein. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du dir viele wichtige Punkte rund um das Thema der Ausgaben mitnehmen konntest. Wenn das der Fall ist, gib uns gerne einen Daumen nach oben, abonniere auch gerne unseren Kanal, wenn du einfach keine wichtigen Videos mehr verpassen möchtest. Und schreib uns auch gerne mal in die Kommentare rein, wie du bisher so mit deinen Ausgaben umgegangen bist, beziehungsweise wie du auch einfach zu dem ganzen Thema stehst. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit deinen Finanzen und freuen uns schon auf nächste Woche hier bei Finanzwissen Kompakt.